Guten Tag, hallo. Ich bin Thülin Pektasch vom Theater Lüneburg. Ich bin Schauspielerin und ich mache jetzt auch so ein Video. Genau. Und dieses Video richtet sich vor allem an unsere lieben Zuschauer. Also ich grüße Sie hiermit ganz herzlich und gleichzeitig nutze ich aber die Chance und grüße auch das Theater und all die lieben Menschen, mit denen ich normalerweise da täglich arbeite. Also mein liebes Ensemble. Hallo, 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 hallo. Und auch die anderen Abteilungen, ich grüße euch hiermit und ich vermisse euch und ich freue mich total, wenn wir uns bald wiedersehen. Genau. Okay, dann zurück zum Thema. Sie fragen sich bestimmt, was macht diese Frau den ganzen Tag? Und ich kann da nur antworten, ja, ich bin eigentlich ganz heiter und froh und vor allem dankbar, dass ich und meine Familie und meine Freunde alle gesund sind und deshalb, nur deshalb, kann ich mich mit schönen Dingen auch beschäftigen und die Zeit mal nutzen, Bücher zu lesen, die in der Wohnung so liegen geblieben sind und auch ein Instrument neu zu lernen, tatsächlich, wie der Kollege Herr Alexander Tremmel, versuche ich auch ein neues Instrument zu lernen, das Akkordeon, aber es klingt noch sehr, sehr, sehr schrecklich, also nicht vorzeigbar. Aber ich befasse mich auch mit Lyrik und da bin ich wieder auf einen Autor gestoßen, nämlich Paul Celan, und der hat ein Gedicht geschrieben mit dem Titel Corona, und das würde ich Ihnen gerne vorlesen. So. Corona. Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt. Wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehen. Die Zeit kehrt zurück in die Schale. Im Spiegel ist Sonntag. Im Traum wird geschlafen. Der Mund redet wahr. Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten. Wir sehen uns an, wir sagen uns Dunkles. Wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis. Wir schlafen wie Wein in den Muscheln, wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. Wir stehen umschlungen im Fenster. Sie sehen uns zu von der Straße. Es ist Zeit, dass man weiß. Es ist Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequemt, dass der Unrast ein Herz schlägt. Es ist Zeit, dass es Zeit wird. Es ist Zeit. Gut, Dankeschön. Ich hoffe, es hat gefallen. Ganz liebe Grüße. Alles Gute. Tschüss.